Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute geht's um das leidige Thema PSA. Was das ist und was ich davon halte, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, zunächst einmal wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich habe es überlebt, wenn man so möchte. Und dementsprechend geht es jetzt dieses Jahr eigentlich nahtlos weiter. Und auf meinem Kanal grassiert eigentlich immer so ein Thema und das ist halt das Thema PSA. Ich werde immer mal wieder in den Kommentaren gefragt, ob ich solche Karten sammle oder warum ich sie nicht sammle. Einige haben auch schon gehört, dass ich sie nicht mag und ja, ich stehe überhaupt nicht auf PSA. Und ich habe das halt immer in den Kommentaren Person für Person beantwortet und irgendwie wird man im Laufe der Zeit so ein bisschen gelangweilt, sage ich mal. Man fühlt sich ein bisschen gelangweilt davon, immer wieder in denselben Text brettern zu müssen und dementsprechend will ich das hier mal als Video bringen und das Ganze in so einer kleinen Diskussion einfach mal abgehakt haben. Ihr habt es vielleicht schon rausgehört, PSA ist etwas, das ich überhaupt nicht mag. Das ist bei mir tatsächlich ein rotes Tuch, das mich relativ aggressiv auch macht. Es ist tatsächlich so, das ist so das schlimmste Thema innerhalb der Yu-Gi-Oh! Community, auf das man mich ansprechen kann, ist PSA. Einige von euch, speziell vielleicht auch Sammler mit hochwertigeren Sammlungen, die werden sich jetzt denken, hä, warum, was hat der Kerl? Ja, dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal vielleicht für die Leute, die da noch nicht so bewandert sind. Was ist PSA? Also zunächst einmal muss man wissen, dass PSA ein häufig missverstandener Begriff ist, denn PSA ist nicht das Grading, sondern es ist die Firma, die die Karten gradet. Es gibt unterschiedliche Firmen, die das tun, nicht nur PSA, es gibt jetzt auch seit einiger Zeit für den europäischen Raum eine Firma, die Karten gradet und die bekannteste und anerkannteste ist allerdings PSA. Das ist wohl der Firmenname. Was der jetzt ausgesprochen bedeutet, ich habe keinen blassen Schimmer. So, jedenfalls, was ist das Prinzip von PSA? Also im Prinzip hat dieses Grading zwei unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Zwecke. Zum einen soll es eure Karte schützen. Diese Karten werden verschweißt. Das bedeutet, die sind wirklich konserviert für die Ewigkeit. Die sind in so einem Plastik-Acryl-Case eingeschweißt und oben hat man dann so ein schönes Schildchen dran. Da steht dann Name, Set, Sprache und eben auch eine Zustandsbeschreibung, die halt in einer Skala von 1 bis 10 dann eben bewertet wird. Es gibt auch bei anderen Firmen, die graden Kommazahlen, zum Beispiel 9,5, 8,5, das gibt es bei PSA glaube ich nicht. Und der zweite Sinn und Zweck des Ganzen ist quasi eine wie so eine Art Echtheitszertifikat zu bekommen, so eine Art Zertifikat zu haben, sozusagen, dass diese Karte exakt diesem Zustand entspricht. Wie macht man das? Man sendet seine Karten in einem Päckchen zu dieser Firma. Diese Karten werden dort von Experten begutachtet und werden dann dementsprechend bewertet. Es gibt unterschiedliche Dinge, auf die dort Rücksicht genommen wird bei der Bewertung der Karten. Tatsächlich sogar mehr, als man sich vielleicht vorstellen kann. Wir bewerten ja, wenn wir Karten normalerweise sehen, die Karten vom Zustand her eher nach Beschädigungen. Haben die irgendwelche Knicke, Kerben etc. ppa. Das wird dort natürlich auch bewertet. Es wird halt natürlich erstmal nach diesen großflächigen Schäden gesucht, ob da irgendwo Dellen drin sind, die Ränder abgenutzt sind, Kerben drin sind, feine Kratzer drauf sind. Aber es wird auch nach etwas geguckt, das man bei ungegradeten Karten jetzt vielleicht nicht so beachtet, nämlich ob das alles auch richtig gecentert ist. Ja, ihr kennt das vielleicht bei Karten, die oben einen dickeren Rand haben als unten. Das nennt man dann Off-Center, das heißt, sie sind nicht richtig zentriert. Das gibt es dann auch eben mit der Schrift, dass das First Edition zu weit unten ist oder der Name zu weit unten oder zu weit oben. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Und darauf wird natürlich auch Rücksicht genommen. Worauf ebenfalls Rücksicht genommen wird, worauf jetzt auf dem normalen Markt nicht unbedingt Rücksicht genommen wird, ist die Oberfläche. Alte Karten haben nach 20 Jahren einige Ermüdungserscheinungen. Auch wenn sie oberflächlich unberührt wirken, so haben sie doch teilweise eine recht matte Oberfläche. Also
wenn man jetzt, wenn ihr jetzt eine Oldschool-Karte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt schon mal einen Oldschool-Booster vielleicht aufgemacht, habt eine Holo gezogen, da ist die Karte so richtig glossy. Ja, der hat so eine schön glänzende Schicht, genau wie die heutigen auch. Und diese Schicht nutzt sich im Laufe der Zeit durch falsche Lagerungen oder ähnliches eben ab. Das heißt nicht, dass diese Karte beschädigt ist, nur die Oberfläche ist halt so ermattet und glänzt nicht mehr so wie eben frisch aus dem Booster. Auch darauf wird geachtet und auch das wird in diese Bewertung mit einbezogen. Und dann wird letzten Endes entschieden, ob diese Karte, oder nicht ob, sondern welche Benotung in Anführungszeichen diese Karte letztendlich bekommt. Und eine PSA 10 und 9 sind so die beliebtesten und die bekommen halt diese Wertung nur, vor allen Dingen die 10er, Gem, Mint heißt das dann, 10, wenn wirklich alles passt. Ja, bei dieser Karte muss alles auf den Millimeter genau stimmen. So. So viel mal zum Thema, was das Ganze ist. Und diese Karten erleben durch ihr Grading eine enorme Wertsteigerung. Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Zu dem komme ich allerdings dann an späterer Stelle. Ich habe bei diesen PSA-Karten insgesamt zwei große Kritikpunkte. Der eine ist, ich sehe selbst, ob meine Karte nirmend ist. Ich sehe selbst, ob meine Karte zentriert ist oder ob sie off-center ist. Ich sehe auch selbst, ob meine Karte noch shiny ist oder ob die Oberfläche schon ermattet ist. Ja, ich muss keine Firma alimentieren, die mir etwas bestätigt, was ich ohnehin schon weiß. Und wenn ich mit einem wirklich ernstzunehmenden Sammler, der extrem darauf achtet, tausche und trade, dann wird er auch Bilder fordern, auf denen das zu sehen ist. Ja, ich habe, wo ich damals oder auch heute ab und zu noch tausche mit einigen Leuten, kommt zwar eher selten vor, weil ich selten was zur Abgabe habe, aber wenn, dann werde ich auch nach Bildern gefragt, wo es heißt, halt doch mal bitte die Karte gegen's Licht. Ich will sehen, wie ist die Oberfläche, ist ein Kratzer drauf und so weiter und so fort. Ein ich sag mal, Sammler, der viel Geld investiert in seine Karten, der achtet auf sowas. Ich natürlich auch. Ja, also alle Karten, die ihr hier seht, ich habe nicht eine Karte in meiner Collection, wo die Oberfläche ermattet ist. Okay, ich habe ein paar, die sind ein bisschen off-center. Damit kann ich leben. Aber die meisten Karten sind auch gut zentriert. Also ich habe hier quasi 90% PSA 10 liegen in meiner Sammlung. Und warum brauche ich dann PSA? Brauche ich nicht. Ich sehe es nicht ein, eine Firma eben, wie gesagt, zu alimentieren für etwas, das ich ohnehin schon sehe. Ich bin nicht behindert. Ich brauche keinen Betreuer, den ich dafür bezahle, dass er mir einfach quasi dann nochmal das bestätigt, was ich ohnehin schon weiß. Ja, aber das kostet natürlich auch Geld und ist offensichtlich auch nicht unbedingt billig, sich diese Karten graden zu lassen. Und ein noch wesentlich größerer Kritikpunkt an dieser Sache ist die immense Wertsteigerung. Also wirklich, das ist ja beinahe schon, also ich gehe so weit zu sagen, dass es sich dabei fast schon um Betrug handelt. Ja? Beispiel, man bietet mir immer mal wieder PSA-Karten an, die ich theoretisch auch kaufen würde, wenn der Preis stimmen würde. Die würde ich aber aufbrechen, ist ja vollkommen gleich, kann mit PSA nichts anfangen, ich sammle in Magnethaltern. Und das war ein Ruf des Grabes aus dem Tournament Pack 2 in Super Rare. Die ging zum damaligen Zeitpunkt, der Reprint in der Legendary Collection Kyber war noch nicht draußen, aber war schon angekündigt, da ging die so um die 80 Euro das Stück in etwa, ungegradet, Nirmint. So, das Ding war PSA 9 oder 10. Und Marktwert für eine PSA 9 oder 10 Ruf des Grabes aus dem Tournament Pack 2? Ja, 250 bis 300 Euro. Leute, geht's noch? Geht es noch? Tickt ihr noch ganz sauber? Jetzt mal ohne Witz, das fühlt euch da jetzt nicht angegriffen, aber das sind in dem Moment so meine Gedanken. Ja, eine Wertsteigerung von, keine Ahnung, über 100%. Ja, wegen so einer Plastikschule, wo draufsteht, dass die Karte im guten Zustand ist. Nee, also sorry, das ist so eine Sache, die sehe ich nicht ein. Ich sehe im Allgemeinen schon ein, dass das einen wertsteigernden Effekt hat. Ja, dann lass die Karte 100 kosten. Lass sie 120 kosten statt 80, aber doch nicht 250 fucking Euro. Und das geht noch wesentlich, wesentlich schlimmer. Es gibt Karten, die kosten ungegradet keine 20 Euro. Die verkaufen die für 400 Dollar, wenn die gegradet sind. Ich muss mir an die Stirn langen, ja. An der Stelle, falls ihr PSA sammelt, das ist keine Kritik an euch an der Stelle. Ihr könnt sammeln, was ihr wollt. Ja, wenn es euch Freude macht, wenn ihr darin keinen Verlust seht, dann ist das in Ordnung. Aber ich sehe das jetzt halt von meiner Warte aus. Das ist meine Meinung. Und das sind einfach meine Gedanken dazu.
Und deswegen, speziell wegen diesem letzten Punkt, wegen dieser immensen Preissteigerung, muss ich sagen, dass das einfach ein Punkt ist, der bringt mich regelmäßig zum Ausrasten. Wirklich, also es gab mal einen Podcast mit Katastrophe, da wurde das Thema auch kurz angeschnitten, ich bin darin halb explodiert, ne? Das ist für mich ein absolut rotes Tuch. Ja, das ist, wenn mir zum Beispiel eine Sammlung verkauft, ja, die Sammlung hat einen Wert von 250 Euro und der will mir dafür 1500 abknüpfen, weil da drei PSA-Karten bei sind. Behalt deine PSA-Karten, ohne Witz. Ja, brauche ich nicht. Kannst du behalten für den Preis. Das mache ich nicht. Also ich bin nicht knauserig, was meine Karten angeht. Ich gebe sehr viel Geld dafür aus, aber ich bin nicht bescheuert. Ja, so. Und nichts anderes ist das in meinen Augen. Und jeder darf dann natürlich seine Meinung haben, wie er möchte. Ja, das will ich nicht bewerten. Ich kenne auch einige Sammler, die PSA sammeln und denen halte ich jetzt nicht vor, dass sie doof werden oder so, auch wenn das jetzt hier gerade so klingt. Das respektiere ich und akzeptiere ich natürlich auch vollkommen. Aber so für mich persönlich ist, war und wird PSA niemals mitnichten eine Option sein. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem tatsächlich recht kurzen Video für meine Verhältnisse mal erklären, woran das eigentlich liegt, dass PSA für mich so ein rotes Tuch ist, was meine Meinung dazu ist, beziehungsweise PSA im Allgemeinen einfach gegradete Karten, und konnte euch diese Frage zufriedenstellend beantworten und hoffe, dass diese Frage jetzt in den Kommentaren nicht mehr so häufig auftaucht. Ich wünsche euch an der Stelle ein wunderschönes Wochenende. Das Video wird dann an einem Freitag kommen. Ich habe nächste Woche Urlaub. Das bedeutet, das werden schöne Videos kommen. Ich habe schon mal eine Sammlung geordert für 190 Euro. Die kommt auf jeden Fall nächste Woche. Ich bin gerade bei einer 15.000 Euro Sammlung am Verhandeln, aber sieht tatsächlich gerade nicht sehr gut aus, leider Gottes. Die Konditionen sind mir einfach zu schlecht. Aber vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche zu weiteren schönen Videos. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.